Die Kapelle wurde im Jahr 1936 über eine vorherige kleine Felsenkirche gebaut. Im Inneren steht ein schlichter Altar unter einem modernen Bild der Madonna mit dem Kind. Das Faszinierende an der Kapelle ist eine Vitrine, in der eine Pappmaché-Statue der heiligen Jungfrau steht. An ihre Füße ist ein Türke angekettet. Die Bürger von Kanole werden auch Türken genannt, wegen eines für die Gläubigen sehr wichtigen Ereignisses. Es wurde erzählt, dass die Bürger bei der Belagerung von Otranto um die Hilfe der Madonna baten. Die Legende besagt, die Madonna habe am Ortseingang von Kanole auf die Sarazenen gewartet. Diese wurden bei ihrer Ankunft von der Anwesenheit der Madonna aufgehalten und verängstigt, und so flohen sie aufs Meer. Ihr Kapitän hat dann zum Christentum konvertiert, nachdem er die heilige Jungfrau erkannte. Seitdem ist die Madonna von Konstantinopel auch als die Madonna des Türken bekannt.